So was Schönes, nicht? Und wie hab ich mich gefreut mit dem Träger nach Warnemünde. Junge, die noch mal zu. In Wismar wurde es schon eng. Kam Polizist, sagt er, was fällt Ihnen ein, mit 80 durch Wismar zu fahren? Ich sage, Herr Wachmeister, es muss an meiner Mütze liegen, die macht mich wahnsinnig alt. Ja. Streng sind sie ja immer noch, ne? Ich mit dem Träger bei Rot über die Ampel kam wieder ein Polizist, hatte 50 Mark. Ich sag, gut, der Träger gehört dir. Ja. Ja. Nun kam der Zweite, sagte, haben Sie Restalkohol? Ich sag, ich verbitte mir diese Bettelei. Nee, und dann mein Schwager, nicht? Das ist von Mutters Bruders Neffe, der Onkel wieder ein Sohn. Der sagt, ich fahre dich mit dem Trabi nach Warnemünde. Das letzte Modell vom Trabi, von 0 auf 100, alles an einem Tag. Ja. Und so gut in Schuss, ich sag, ist der mal überholt worden? Ja, sagt er, sogar von Fußgängern. Nicht? Also, ja. Und Warnemünde, ich muss es sagen, Freunde, es ist ja das Saint-Tropez des Nordens, ne? Ja, ist es. Ist es das Saint-Tropez. Jeden Tag 30 Grad. Ja. 10 in Rostock, 10 in Kühlungsborn und 10 in Warnemünde. Ne? Ja. Wirklich schön. Ich sag noch zu meinem Freund Steffen, und eine Hand wird nie braun. Sagte, wieso? Ja, ich sag, immer am Portemonnaie. Doll und sehr imprägnierend ist ja das Kulturangebot, ne? Also was sie alles bieten, es ist ja ungeheuerlich. Und international, Italiener, Franzose, Jugoslawe, alles. Lief einer auf die Sparkasse, sagte, ich hätte gern ein Gyros-Konto eröffnet, aber bitte Tzatziki. Das sagt der Beamte, ja. Das sagt der Beamte, würde ich gerne tun, das ist bei uns aber nicht Uso. Nicht? Das ist. Und sie tun ja was, sie tun ja alles für die Kultur. Und Hotels, also so was Gutes, ne? Und dann so beobachten an der Bar, zwei Direktoren. Sagt eine, so etwas, gestern Abend, ich liege in meinem Bett, da kommt eine Frau, splitternackt, das Schönste, was ich überhaupt gesehen habe. Ich mich unter die Bettdecke verkrochen und habe gesagt, sie möge sofort das Haus und mein Zimmer verlassen. Hätten Sie genauso gehandelt, sagt er, genauso, bloß ich hätte hinterher nicht so gelogen. Ja. Kongress, wie das ist, ausverkauft. Der Generaldirektor muss mit seiner schönen Sekretärin ein Doppelzimmer teilen. Er sagt, Frau Müller, ich bin 15 Jahre verheiratet. Ich habe drei tolle Kinder. Ich war immer treu. Wir werden heute Nacht miteinander schlafen. Das heißt, ich werde Sie nicht anrühren. Ich schwöre es Ihnen. Und morgens kommen die Gewissensbisse. Er zu seinem Pastor sagt, Hochwürden, ich muss beichten. Heute Nacht habe ich mit einer Dame zusammengeschlafen. Das heißt, nichts habe ich gemacht. Absolut nichts. Ich möchte nur Buße tun. Ja, sagt dann der Geistliche. Herr Direktor, mein Sohn. Buße kannst du tun. Du musst jetzt jeden Tag in der Woche 10 Liter Wasser trinken. Sagt er, wieso das denn? Sagt er, das ist die Wochenration für ein Kamel. Damit in puncto häufiger Potenz sich Opas unverhoffter dritter Lenz ganz ohne Panne überstehen ließe, bat er den Arzt um eine Affendrüse. Bedauere, sprach der Arzt, zu meiner Pein hab ich, was Drüsen anbelangt, nur Schwein. Jedoch auch diese wirken ungeheuer und sind zudem nicht gar so teuer. Mit intrapopulärem Schweinesaft ging Opa fort, zu sehen, was er schafft. Doch tags darauf hat er schon angeklingelt, verdammte Sauerei, Herr Doc, erringelt.